vom Privatbahnbau zur Gründung der SBB. Von Beginn an gibt es zwei politische Lager, deren Grundhaltungen noch bis heute nachwirken. Die erste Gruppe will den Bahnbau den Privaten in den Kantonen überlassen. Die andere Gruppe strebt eine durch den Bund geplante, finanzierte und betriebene Eisenbahn an. Zunächst bleibt der Eisenbahnbau Privatsache. Das erste Eisenbahngesetz überlässt die Konzessionsvergabe den Kantonen. Durch den Bund vorgegeben sind nur die Spurweite von 1435 mm sowie ein Tarifabgleich im Personenverkehr zwischen den Bahnen. Aus dem Tarifabgleich entsteht der direkte Verkehr Schweiz, dessen Zielsetzung ein Billett für eine Reise ist. Der Bahnbau boomt, angetrieben durch Spekulation und Konkurrenzkampf der Bahnen. Das zweite Eisenbahngesetz erleichtert den Bahnbau, indem es neben der Konzessionsvergabe durch den Bund auch die Abschaffung der Spurvorgabe von 1435 mm vorsieht. Der Bau von schlankeren Meter- und Schmalspurbahnen bringt große Kosteneinsparungen mit sich. Es entstehen zahlreiche Berg-, Neben-, Überland- und Trambahnen. Die Eisenbahn verspricht Fortschritt und Wohlstand. Alle wollen daran teilhaben. Spekulation und Konkurrenzkampf der Bahnen treibt den Bahnbau voran, der hohe Summen verschlingt. Zur Kontrolle der hohen umlaufenden Geldmengen wird die Schweizerische Nationalbank gegründet. Doch diese kann die Krise nicht mehr verhindern. Den Bahnen geht das Geld aus, da die meisten Bahnprojekte nicht rentabel sind. Mit dem Platzen der Eisenbahnblase verlieren viele kleine Leute ihre Spartes, das sie in die Eisenbahn investiert haben. Die überschuldeten Bahnen vernachlässigen Infrastruktur und Rollmaterial. Mit zunehmenden Qualitäts- und Sicherheitsproblemen wächst der Unmut gegenüber den Privatbahnen. Dies führt zur Verstaatlichung der Bahnen und zur Gründung der SBB. Mit der Gründung der SBB ist der Service-Public-Gedanke verbunden. Die Eisenbahn und ihre Angestellten sollen nicht den Aktionären dienen, sondern der Bevölkerung. Die Bundesbahnen starten unterteilt in Kreisdirektionen, die den ehemaligen Gebieten der Privatbahn entsprechen und mit einem 55-köpfigen Verwaltungsrat. Die Bundesbahnen tragen große Schuldenlast, da ihnen die Kosten der Verstaatlichung auferlegt wurden. Zudem sind hohe Erneuerungsinvestitionen in Rollmaterial und Infrastruktur notwendig. Die wichtigsten Geschäftsfelder der jungen SBB sind ausländische Touristen. Danach folgt der Gütertransport und erst an letzter Stelle kommt der langsam einsetzende Pendlerverkehr.